Gehörst du auch zu den Menschen, die nach einem Flug verstopfte Ohren haben, oder wirst du das ständige Klingeln in deinen Ohren einfach nicht los? Keine Sorge, wir haben eine Lösung für dich. In diesem Video erklären wir dir, wie du deine Ohren auf natürliche Weise von Verstopfung befreien kannst, und zwar mit einfachen Techniken, die du zu Hause anwenden kannst. Schau dir das Video bis zum Ende an und verabschiede dich für immer von verstopften Ohren. Nummer 1. Aloe Vera Saft. Aloe Vera ist ein natürlicher, starker Feuchtigkeitsspender, der die Vitamine A und E enthält. Er hat heilende Eigenschaften und kann Ohrenschmalz entfernen. Schneide einfach ein Stück einer Aloe Vera Pflanze ab, drücke das Gel aus und trage es auf deinen Gehörgang auf. Um dir das noch zu erleichtern, kannst du etwas von dem Gel auf einen Wattebausch geben und damit in dein Ohr wischen. Nummer 2. Gib eine Prise Salz in deine Ohren. Salz ist ein natürlicher Entkalker, der dabei helfen kann, deine Ohren zu befreien. Gib eine Prise Salz in deine Ohren und lass es dort mindestens 20 Minuten lang. Anschließend reinigst du das Ohr vorsichtig mit einem feuchten Wattestäbchen. Nummer 3. Trage Olivenöl auf. Olivenöl ist ein hervorragendes natürliches Mittel gegen Ohrenentzündung. Es weicht das Ohrenschmalz auf, sodass es sich leichter entfernen lässt. Gib ein paar Tropfen Olivenöl in deine Ohren und lass es dort mindestens 20 Minuten lang einwirken. Reinige dann das Ohr vorsichtig mit einem feuchten Wattestäbchen. Nummer 4. Verwende eine Mischung aus Honig und Olivenöl. Diese Methode ist etwas komplizierter als die anderen Methoden, aber sie funktioniert. Du kannst Olivenöl und Honig zu gleichen Teilen in einer Schüssel mischen, um eine Salbe herzustellen, die du zur Reinigung deiner Ohren verwenden kannst. Sie wird helfen, festsitzendes Ohrenschmalz zu lösen und die Schmerzen zu lindern. Nummer 5. Trage Teebaumöl auf. Teebaumöl ist ein natürliches Antiseptikum und Entzündungshemmer. Es hilft bei Ohreninfektionen, juckenden Ohren und Ohrenschmalz. Es enthält antimikrobielle und antimykotische Inhaltsstoffe, die die Bakterien, Hefen und Pilze bekämpfen, die Ohrinfektionen verursachen. Außerdem hilft es, Juckreiz und Trockenheit in den Ohren zu lindern. Um dieses Mittel anzuwenden, mischst du ein paar Tropfen Teebaumöl mit einem Esslöffel Olivenöl und erwärmst es leicht. Fülle eine saubere Pipette mit der Mischung und tropfe sie in das verstopfte Ohr. Leg dich mit dem Öl im Ohr für etwa 3 Minuten auf die Seite. Drehe deinen Kopf anschließend, um das Öl ablaufen zu lassen. Und Nummer 6. Verwende eine warme Kompresse. Eine warme Kompresse hilft dir, das Ohrenschmalz aufzuweichen. Aber sie kann auch die Schwellung und das Unbehagen lindern, die durch eine Ohrenentzündung verursacht werden. Lege jeden Tag 15 Minuten lang eine warme Kompresse auf deine Ohren. Dazu gießt du heißes Wasser auf deinen sauberen Waschlappen. Sobald der Lappen eingeweicht ist, solltest du ihn auspressen. Halte ihn dann etwa 5 bis 10 Minuten auf das betroffene Ohr. Wenn du dich mit warmen Kompressen auf deinem Ohren nicht wohlfühlst, versuche es mit einem Föhn. Die Hitze des Föhns hilft dir, das Ohrenschmalz zu lösen. Möchtest du jetzt noch wissen, was mit dir passiert, wenn du zu viel sitzt? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.